Emma Roberts hofft, dass ihr Rhodes nicht schlafwandelt. Wie die Mutter, so der Sohn. Emma Roberts, 31, die Nichte von Hollywood-Ikone Julia Roberts, 55, ist seit knapp 2 Jahren Mama. Der Vater des kleinen Rhodes ist Gerrit Hedlund, 38, von dem die Schauspielerin jedoch seit 2022 getrennt lebt. Vor kurzem teilte sie mit, dass sie die ein oder andere ihrer Eigenarten in ihrem Sohn wiedererkennt. Emma hofft jedoch, dass Rhodes eine bestimmte Eigenschaft nicht geerbt hat. Im Rahmen der Kelly Clarkson Show offenbart die 31-Jährige, ich hoffe, mein Sohn ist kein Schlafwandler. Die Schauspielerin erklärt weiter, ich selbst war Schlafwandlerin. Ich hoffe, das ist nicht erblich, denn auch meine Mutter schlafwandelte. Rhodes ist 2 Jahre alt und wir können uns glücklich schätzen, dass er noch nicht herausgefunden hat, wie man aus dem Bettchen klettert. Sie meine jedoch, dass das bald passieren wird. Ich hoffe einfach, dass er zusätzlich nicht auch noch schlafwandeln wird, scherzt die Filmdarstellerin. Emma beschrieb vor wenigen Tagen außerdem ihre Erfahrungen als Mutter. Es ist wirklich schwer. Ich verstehe jetzt, warum Mütter immer müde sind, meinte sie. Auch schätze sie insbesondere eine Person, die sie bei Mama sein unterstütze, ihre eigene Mutter. Die Nichte von Julia Roberts sagte, ohne die Hilfe meiner Mutter würde ich sterben. Anführungszeichen. Or ce crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Gespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si șoapă, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.